Thank you. And, danke und danke insbesondere, dass ihr hier zu einer so frühen Zeit im Morgen da seid. Ich weiß, nach CCC-Standards ist dies ja gerade das Morgen, die Morgendämmerung. Also, ich bin Alex Holderman, Professor der Informatik an der Universität Michigan in den USA. Und das, worüber ich heute erzähle, die Arbeit, ist hauptsächlich eine Zusammenarbeit mit anderen. Ich muss also insbesondere danken meinen Studenten Drew Springle, Travis Finkenauer, Zakir Durumarich und unsere Mitarbeiter Jason Kitcat, Harry Hursty und Margaret McAlpine. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Tatsächlich ist es so, dass drei meiner Studenten, die bei der E-Voting-Forschung mitgearbeitet haben, sind hier. Wenn ihr kurz aufstehen könntet, bitte. All right, applause for the students. Okay, Applaus für diese beiden Studenten, die machen wirklich die Arbeit. All right, so okay, also E-Voting, das ist etwas, das mich schon 10 Jahre lang interessiert hat. Und es ist ein Interesse insbesondere, weil es sich anhört wie etwas so Großartiges, in der Lage zu sein, Computer zu verwenden, um Abstimmungen sicher auszählen zu können, um über das Internet abstimmen zu können mit all der Bequemlichkeit, die das bringt. Wir können vielleicht Kosten reduzieren, wir können vielleicht die Beteiligung erhöhen. Aber gleichzeitig hat elektronisches Abstimmen führt zu einer der größten Herausforderungen in der Branche. Es ist also ein motivierendes Problem für Fortschritte aller Art in Kryptographie, Systemkonstruktion, in Benutzbarkeit. E-Voting ist ein wirklich schweres Sicherheitsproblem wegen der ungewöhnlichen Anforderungen. Wir müssen zwei Dinge haben in einem sicheren E-Voting-System, vor allem anderen. Das eine ist Integrität. Und das heißt, dass das Ergebnis wirklich die Absicht der Wählerinnen und Wähler abbildet. Das ist eine relativ schwache Definition von Integrität, aber sagen wir einfach, die richtigen Leute gewinnen. Und das heißt natürlich, dass Abstimmungen so gemacht werden müssen, wie die Stimmen so abgegeben werden müssen, wie die Wähler es beabsichtigen, und sie müssen auch so ausgezählt werden. Und der zweite Grund, warum es so schwierig ist, wie andere normalere Routineprobleme wie E-Banking, elektronisches Einkaufen, wir haben außerdem die Anforderungen der Geheimhaltung. Das Wahlgeheimnis ist eines der wichtigsten Fortschritte in der Geschichte der Wahltechnik, dass die geheime Wahl, die jemanden davor beschützt, gezwungen zu werden, auf eine bestimmte Weise abzustimmen, und die verhindert, dass wir die Stimmen verkaufen. Selbst wenn man versucht, es zu beweisen, muss das widerstehen. Das ist also ein schwieriges Problem, und diese beiden Eigenschaften, Integrität und Geheimhaltung, die sind in einer Spannung. Die meisten Abwehrtechniken, die wir normalerweise für Integrität verwenden, zum Beispiel im elektronischen Handel, wir schicken eine Quittung oder ein Kontoauszug, oder wir machen eine Art Buchhaltung, wo wir eine große Tabelle haben, wo die ganzen Geldein- und Ausgänge aufsummiert werden und wir sicherstellen, dass die übereinstimmen. Diese Dinge sind sehr, sehr schwierig oder sogar unmöglich, wenn wir gleichzeitig ein Wahlgeheimnis beibehalten wollen in einer starken Form, gleichzeitig zur gleichen Zeit, in der wir Integrität sicherstellen wollen. Wir brauchen also ganz andere Mechanismen, um ein elektronisches Wahlsystem mit diesen Eigenschaften zu bekommen. Und das hat natürlich nicht Leute abgehalten, dieses zu versuchen. Es gibt viele Länder in der Welt, die also elektronische Abstimmungen ausprobieren oder einsetzen. Und ich habe das große Glück gehabt, in den letzten paar Jahren beteiligt zu sein in einigen der ersten Feldstudien dieser Systeme. Zum Beispiel in 2007 war ich Teil eines Teams in Princeton, das die erste Feldanalyse bei einer unabhängigen Partei durchführte, uns von einem Wahlcomputer in den USA. Diese Maschine hier, Diebold ArcuVote DS, war die am weitesten benutzte Maschine damals in den USA. Der Hersteller war sehr geheimnisvoll über die Technologie. Sie haben Leuten versichert, ja, natürlich ist es völlig sicher, aber naja, wie es genau funktioniert, ist geheim, das dürft ihr nicht wissen. Das ist natürlich sehr, sehr selten ein gutes Zeichen, und nach einigen Jahren der Debatte
Debatte, ohne dass man die Fakten wirklich kannte, gab es endlich einen Whistleblower, der eine dieser Maschinen unserer Forschungsgruppe in Princeton gab. Und einige dieser Geschichten, also das kann man wirklich nicht erfinden. Die Citizen Four gestern war ein Film und ich musste tatsächlich diese Maschine abholen und von dieser Quelle erhalten. Das war so lächerlich. Ich musste nach New York City fahren, mein Wagen abstellen außerhalb eines Hotels in Times Square und dann bin ich in einen kleinen Gang hinter dem Hotel gegangen und jemand in einem Trenchcoat gab mir einen schwarzen Lederkoffer, in der die Maschine enthalten war. Anyway, we spent naja, also wir haben dann den ganzen Sommer damit verbracht, im Geheimen dieses Ding rückwärts aufzubauen. Ich weiß nicht, was das Geheimnis ist. Es ist eigentlich ein PC in einem Wahnsinnsgehäuse mit einem Touchscreen. Und wir haben einige interessante Dinge herausbekommen über die Sicherheit. Es zeigte sich, dass es ein ganz normaler Kern eines Betriebssystems ist und dann eine Anwendung, die Stimmen las und zusammenzählte. Und indem einige merkwürdige Dinge mit der Speicherkarte gemacht wurden, konnte man ohne jeden kryptografischen Test die Software austauschen. Und wir haben also eine Anwendung erfunden, die wir Stuffer nannten, die man dort hineinladen konnte. Die hatte ein schönes Interface. Man wählte aus, wer Stimmen bekommen sollte und wie viele. Und dann wurde jede gezählte Abstimmung verändert, denn die waren einfach im Arbeitsspeicher festgehalten. Und man konnte also zum Beispiel eine Abstimmung haben mit George Washington und Benedict Arnold, den berühmten Verräter der amerikanischen Revolution. Und wenn wir diese Abstimmung gemacht haben, würde Benedict Arnold immer gewinnen, weil wir die Maschine halt bearbeitet hatten. Das war so einfach, dass also sogar Leute, ja, naive Studenten in meinem Fall, konnten das in wenigen Wochen also hinkriegen durch die Computerisierung der Abstimmung. Wir konnten auch herausfinden, dass durch die Computerisierung der Technik wir einen Wahlmaschinenvirus erzeugen konnten, der also sich von Maschine zu Maschine zu Maschine verteilte während einer normalen Abstimmung. Also jemand, der nur einige Minuten alleine verbracht mit einer dieser Maschinen, konnte also das Ergebnis eines gesamten Bundesstaates verändern. Und das ist nun wirklich die Gefahr des elektronischen Abstimmens. Nicht, dass Verfälschungen möglich sind. Das geht auch mit Papierstimmen, aber das Fälschen durch die Macht des Computers, die Fälschung kann sehr viel weiter mit geringem Aufwand gehen und es ist auch sehr viel schwieriger, sie zu erkennen. Und dies sind nicht die einzigen Studien, die solche Probleme gezeigt haben. Wir haben also eine Studie die kalifornische Regierung hat also eine Studie unterstützt, und wir haben Maschinen von drei Herstellern, Hart, Sequoia und Diebold, untersucht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, jede dieser Maschinen basiert auf Source Code, etwa 100.000 oder in den Hunderttausenden von Codezeilen, so groß, dass es unmöglich sicher sein konnte. Und es war also keine Überraschung, dass all diese Maschinen anfällig waren für Code, der Stimmen stahl. Und man konnte auch außerdem das Wahlgeheimnis verletzen und rausfinden, wie Leute abgestimmt haben. Das heißt, diesen Maschinen wurde die Zulassung entzogen, sie wurden verboten im Staat Kalifornien. But it's not just a US problem. In Europe too, people have been experimenting with e-voting. And one of the seminal studies in Europe was conducted by my friend Rob Honkripe, who's sitting here in the front row. Round of applause for Rob. Rob und seine Mitarbeiter haben diese NEDAP-Maschinen untersucht, die in den Niederlanden untersucht wurden. Und sie haben entdeckt, dass durch einen einfachen Wechsel eines EEPROM-Chips sie herausfinden konnten, in weniger als einer Minute konnten sie die Maschine dazu bringen, Stimmen zu stehlen, zu verfälschen oder sogar Schach zu spielen. Durch Rob inspiriert. Ich und mein Kollege Ari Feldmann haben eine Maschine genommen, die immer noch in vielen Teilen der USA benutzt wird, einigen Jahre später, und haben sie in eine recht gute Pac-Man-Maschine umgewandelt.
But it's not just the Aber es ist nicht nur in den USA und Europa, in Indien auch wird elektronisches Abstimmen verwendet. Das ist sowohl die größte Demokratie der Welt und der größte Benutzer von elektronischen Abstimmungen der Welt. Sie haben diese Eigenherstellungen, sehr schön, sehr einfache Maschinen. Es ist eine zu lange Geschichte, um sie heute zu erzählen, aber vor etwa 4 Jahren gab es eine anonyme Quelle, einen Whistleblower, der eine dieser geheimen, durch die Regierung hergestellten, weitergegeben hat an einen Senator, und der hat uns angerufen und wir sind dort nach Indien gefahren, um das zu untersuchen. Und die Geschichte ist zu lang, aber um es kurz zu fassen, also Harry wurde dann für eine Weile ins Gefängnis geworfen und wir sind fast aus dem Land herausgeworfen worden. Und vor kurzem hat das Hohe Gericht in Indien entschieden, dass eine Papierspur benutzt werden muss, damit indische Wählerinnen und Wähler nun einigermaßen sicher sein können, dass ihre Stimmen sicher gezählt worden sind. But internet voting. Internet voting is even harder than voting on a standalone machine in a polling place. Abstimmungen im Internet sind nun sehr viel schwieriger als einfach nur Maschinen in einem Wahllokal. Bei Internet ist es so, dass Menschen ihre eigenen Maschinen einsetzen außerhalb einer geschützten Umgebung. Sie könnten also zum Beispiel gezwungen werden, abzustimmen. Sie könnten ihre Daten, ihre Benutzerdaten gestohlen bekommen. Es könnte Schadsoftware auf ihren Maschinen geben. Botnetze, die vielleicht die jetzt schon viele Maschinen infiziert haben. Und all dies kann also das Ergebnis verfälschen oder in Frage stellen. Und der Server natürlich auch hat ein Problem. Es müssen hier Denial-of-Service-Attacken abgewehrt werden. Es gibt ja eine bestimmte fixe Wahlperiode. Man kann nicht einfach sagen, okay, wir haben ein Problem, wir verschieben jetzt mal das Ganze um einen Monat. Wir müssen über Angriffe von innen nachdenken. Und wir haben vielleicht noch größere Dinge wie durch Staaten verursachte Bedrohungen. Also überlegt euch mal, wie viele Länder gerne die Wahl eines anderen Landes beeinflussen wollen. Es gibt also eine wachsende Zahl gut ausgestatteter Staaten mit solchen Interessen. Gleichzeitig sind Internetabstimmungen schwieriger zu studieren. Man kann sich nicht einfach darauf verlassen, dass jemand dir eine Maschine bringt, irgendwann mitten in der Nacht, wenn es auf hart kommt. Man kann auch nicht während der Wahl jetzt auf die Maschine zugreifen. Denn als Forscher, als jemand, der die Dinge verbessern will in demokratischer Technik, kann ich nun wirklich nicht rechtfertigen, dass ich mit einer laufenden Abstimmung mich in eine laufende Abstimmung einmische. Wir müssen also auf andere Wege uns verlegen, um das zu studieren. Und eines der besten Beispiele, das ich bisher finden konnte, war ein Vorfall in 2010 in Washington D.C., als Washington ein Internetabstimmungssystem einführen wollte. Sie hatten großes Projekt, und es ging um Abstimmung von Abwesenden, Briefwahl. Sie haben vieles richtig gemacht. Open Source System, sie haben wirklich erfahrene Webentwickler und Sicherheitsforscher verpflichtet und gefragt, wie können wir ein gutes System aufbauen. Die Forscher sagten, nein, Internetabstimmungen sind zu gefährlich, wir wissen das nicht, lass die Finger davon. Aber sie haben es trotzdem gemacht. Und vielleicht als Kompromiss oder um uns zu sagen, tut mal, was ihr sagt. Und sie haben also gesagt, wir machen einen öffentlichen Test eine Woche vor der Abstimmung. Gibt es einen Wahltest weltweit, und jeder, der dort hineinhacken will, ist eingeladen. Naja, also nicht jeden Tag wird man eingeladen, um Regierungscomputer zu hacken, ohne ins Gefängnis zu gehen. Also habe ich meine Studenten zusammengebracht und habe also die Herausforderung angenommen. Und dies ist also das System, wie man sich einloggt. Schönes Webinterface, PDF herunterladen, ausfüllen im PDF-Reader, hochladen, das ist alles. Danke, erzählt euren Freunden in Facebook und Twitter. Schön und schön und glänzend, und das ist es.
Anyway, naja, also eine Woche vor der Abstimmung, diese beiden hier, Eric und die beiden und ich sind also im Büro zusammengekommen, ziemlich lange aufgeblieben, haben den Source Code gelesen, den sie veröffentlicht hatten, und haben den Source Code gelesen, den Quellcode, und vielleicht nach einigen Stunden, 3-4 Uhr morgens, haben wir uns diese Prozedur angeschaut, in Ruby on Rails geschrieben. Niemand von uns hatte das vorher jemals gesehen, aber naja, wir versuchten irgendwie rauszukriegen, was stattfindet, und diese hier hervorgehobene Zeile, die das Abstimmungssystem verwendet, GPG, um die hochgeladene Stimme zu verschlüsseln, sodass sie verschlüsselt und geheim ist, bis es Zeit ist, die Stimmen auszuzählen, dann wird es entschlüsselt und woanders abgespeichert. Und das Problem zeigt sich, ist genau hier. Sie versenden doppelte Anführungszeichen anstatt einfache, und das hat uns gestattet, alle Stimmen zu stehlen. Das ermöglicht nämlich einen Script-Injection-Angriff. Die Version, die Sie hier benutzten, haben einfach diesen String zusammengesetzt und dann das Ganze an die Shell übergeben, um das zu parsen. Und das war okay, weil irgendwie der Dateiname gereinigt wurde, aber nicht die Erweiterung. Und wenn man also in der Erweiterung des Dateinamens ein Shell-Kommando unterbringt, dann würde die Shell das ausführen unter dem Konto des Prozesses, der jetzt die Stimmen akzeptiert und der die Wahl ausführt. Und dies ist das erste Beispiel, das wir probierten. Das hat funktioniert. Naja. We also found on the same Wir haben außerdem im selben Netzwerk herausgefunden, dass es andere interessante Geräte gab im gleichen Netzwerk, zum Beispiel Webcams, die keinen Schutz durch Username und Passwort hatten. Also wir waren auf der Maschine, die Wahl ausführt. Hier sind die Arbeiter. Hier der Sicherheitsmensch, der nicht weiß, dass wir in sein System, in seinen Server einbrechen. Also das war sehr nützlich eigentlich, denn wir konnten herausfinden, indem wir diese Leute überwachten, ob sie einen Verdacht hatten, dass irgendetwas schief ging. Und tatsächlich haben wir eine deutliche Veränderung in ihrem Verhalten, in ihrer Gestik, in ihrer Haltung bemerken können, nachdem sie herausfanden, dass wir also das System eingebrochen hatten. Und sie waren nicht sehr, sehr glücklich. Anyway, naja, also ich gehe jetzt ein bisschen zu weit nach vorne. Es war dann also irgendwann Zeit, in DC den Angriff auszuführen. Wir warteten bis 5 Uhr. Als ich dann durch die Überwachungsvideos bemerkte, dass das jetzt etwa die Zeit war, abends, wenn die Leute heimgingen. Und zu dieser Zeit haben wir also diese Shell Injection verwendet, um jetzt Kommandos auszuführen. Wir hatten also eine Art, eine simulierte Shell gebaut, die die richtigen Dinge tun würde, um die richtigen Dinge einzubauen in eine Abstimmung und das irgendwie hochzuladen in einem öffentlich zugänglichen Pfad und um das irgendwie aussehen zu lassen, als hätten wir eine Kommandozeile. Und von dort aus haben wir dann wirklich die Rolle eines Angreifers gespielt und das System angegriffen. Du bist ein wirklicher Attacker, Angreifer, du hackst dich ein in dein Wahlsystem, was tust du? Stiehlst du all die Stimmen? Nein, das Erste, was du tust, alles andere zu stehlen, was du bekommen kannst, was dich vielleicht später nochmal hereinkommen lässt. Also man stellt Persistenz her. Das Zweite, was wir machten, ist dann wirklich alle Stimmen zu stehlen. Und wir haben sie ersetzt, mit unseren eigenen Abstimmungen ersetzt, und jeder Kandidat war nun ein Filmroboter oder irgend so ein Kandidat. Wofür würdet ihr abstimmen, wenn ihr an der Macht seid? Und dann wir haben dann also alle neuen hereinkommenden Stimmen ersetzt. Wir haben eine Hintertür eingebaut, um neue Stimmen zu zeigen, und wir haben alle Logfiles gelöscht. Aber wir hatten ein Problem. Wir hatten jetzt die komplette Kontrolle übernommen, aber die wirkliche Wahl würde jetzt in einer Woche etwa stattfinden, und wir wollten DC wissen lassen, was wir gemacht haben. Wir wollten sie aber nicht einfach anrufen. Wir dachten, es wäre wirklich interessant, um jetzt zu testen,
testen, wie jetzt die Offiziellen einen Angriff tatsächlich erkennen und abwehren konnten. Es gab niemals ein gutes Beispiel, eine gute Studie, wie dies sich abspielen würde. Und anstatt einfach anzurufen, entschieden wir uns also nun, eine Art Visitenkarte zu unterlassen. Nicht so subtil, wie wir dachten. Wir hatten also die Danke-Seite dann einfach verändert, wo es hieß, erzählt euren Freunden, dass wir auf Facebook und Twitter nun abgestimmt haben. Wir haben ein paar Zeilen hinzugefügt, die nach einigen Sekunden, der Computer würde nach einigen Sekunden jetzt den American Football das Lied Hail to the Victors abspielen auf der Seite. Es war wirklich kurz vor der Wahl, dass es hatte tatsächlich gedauert, bis jemand anrief und sagte, das System sieht gut aus, aber ich mag die Musik nicht, die abgespielt wird, bis sie endlich merkten, dass etwas passiert war. Das waren wohl die Fans eines anderen Footballteams. Und DC hat nun etwas Kluges getan. Sie haben das Internetsystem nicht verwendet, um Stimmen zu erhalten und um trotzdem Briefwahl rechtzeitig zu ermöglichen, haben sie ein leeres Abstimmungsformular bereitgestellt, das man herunterladen, ausfüllen und mit der Post schicken konnte. Sie haben also das Risiko vermieden und haben trotzdem den Abwesenden die Stimmmöglichkeit gegeben. Das ist also wirklich die beste Studie, die wir bisher gemacht haben. Und das bringt uns zum Hauptthema des Talks, Internetabstimmung in Estonia. Estonia ist ein wirklich interessanter Fall, den ich seit Jahren verfolge, was dort passiert in Estland, in Estonia. Mehr als jedes andere Land in der Welt hat Estland internetbasiertes Abstimmen verwendet. Hier ist Estland auf einer Karte. Ihr könnt also sehen, es ist an der Grenze zu Russland liegt. Es ist auch ein Mitgliedsland der Europäischen Union und der NATO. Estland ist also ein ziemlich fortgeschrittenes Land. Es ist ein Führer im E-Government. Sie machen interessante Experimente, um Dienstleistungen über das Internet ihren Bürgerinnen und Bürgern zu bieten. Also in diesem Kontext ist es jetzt nicht so überraschend, dass ein Land wie Estland auch experimentiert mit Internetabstimmungen. Und Estland hat mehr getan, als nur einige Versuche durchzuführen. In den letzten Jahrzehnten haben sie, ich glaube, 7 Wahlen über das Internet durchgeführt. Und auch in den letzten Wahlen im Mai für das Europäische Parlament, mehr als 30% aller Stimmen wurden tatsächlich da über das Internet abgegeben. Das ist also wirklich unglaublich. Es gibt kein anderes Land, das auch nur nahe kommt, diesem Maß an sich verlassen auf Internetabstimmungen, 30% oder mehr. Und doch ist es so, ob das System Estlands sicher ist oder nicht, ist eine Frage, die nicht adäquat beantwortet worden ist. Es gab keine, bevor wir dorthin kamen jedenfalls, keine unabhängige internationale Studie, die jetzt im Detail untersucht hat, wie diese Technik ist und wie die Sicherheitsimplikationen sind. Und viele Länder, auch mein eigenes, schauen auf Estland und sagen, wow, super, die stimmen übers Internet ab, können wir das nicht auch machen? Das wäre doch super. Deswegen wollte ich wissen, und meine Studenten auch und Studentinnen, und viele Freunde, hat Estland das Problem gelöst, wie man online sicher abstimmt? Haben sie ihre Systeme so definiert, dass die realistischen Bedrohungen also wirklich beantwortet würden, die beim Durchführen von Wahlen anfallen? Das ist kein mein Land. Was können alle anderen Länder von Estlands Beispiel lernen? Ich habe also viele, viele Jahre danach gesucht, eine Gelegenheit zu haben, nach Estland zu gehen, die Menschen zu treffen, die Systeme zu studieren und diese Fragen im Rahmen einer Wahlforschung zu beantworten. So hatte ich nun also endlich diese Gelegenheit im Oktober letzten Jahres, als ich eingeladen war, zusammen mit einem Team von anderen internationalen Forschern und Forscherinnen bei der Stadtregierung von Tallinn, der Hauptstadt, um dorthin zu kommen und unsere Erzählungen von unseren zu berichten und ein Beobachter zu sein in der
Wahl in der estländischen Wahl zu sein und die Verwaltung dieses Systems zu beobachten. Wir wurden also zertifiziert als offizielle Beobachter. Wir sind ins Datenzentrum gekommen, ins Rechenzentrum, wo die Server, die die Abstimmung ausführen, wirklich stehen. Wir haben viele der Entwickler getroffen, wir haben sie interviewt, ausführlich Leute wie Tavi Martens, der Vater dieses Systems, hat einen Vortrag gehalten, glaube ich, beim 25. C3 vor einigen Jahren. Einer der Hauptentwickler, dies ist sein Kind. Und es war also eine große Freude, mit ihm zu sprechen, persönlich zu sprechen, einen Tag mit ihm zu verbringen, zu lernen, wie das System funktioniert. Wir haben außerdem den Quellcode untersuchen können, weil Estland gerade im letzten Jahr zum ersten Mal Teile des Quellcodes wirklich veröffentlicht haben. Sie haben den Source Code der Server veröffentlicht. Der Client ist immer noch geschlossen. Der Source ist nicht bekannt. Man muss ein Closed Source Programm installieren, sie sagen, um zu verhindern, dass ähnliche Software gebaut wird, die nun so tut, als sei sie der Client. Wir haben außerdem anschauen können, das ist wirklich sehr interessant, wir konnten Stunden von Videoaufzeichnungen uns anschauen, die während der Wahl aufgezeichnet wurden. All die Konfigurationsprozesse, die Backup-Prozesse. Es ist wirklich interessant, dass sie all diese Aufzeichnungen bereitstellen, und es gab uns die Möglichkeit, nun einige Lücken aufzufüllen in der Art, wie dieses System tatsächlich verwendet wird. Das nächste, was wir machen wollen, ist, wie das System aus der Sicht der Wählerinnen und Wähler aussieht. Also wenn du wählst in Estland, dann geht man, um seine Stimme abzugeben, man hat eine Woche Zeit vor dem persönlichen, vor dem Wahltag, wo man wirklich persönlich hingehen kann, eine Woche vorher sich einloggen, einen Antrag herunterladen. Es ist nur eines in diesem Bild, was ungewöhnlich aussehen könnte, und das ist dieses hier. Was ist das? Naja, Estland, eine der wenigen wirklich interessanten Dinge in Estland, die sie im Bereich der Computertechnik gemacht haben, ist, dass die Personalausweise alle Smartcards sind. Und jeder Bürger, jede Bürgerin des Landes hat eine dieser Ausweise, und der hat ein paar von RSA-Schlüsseln, die in diesem Chip eingebettet sind. Und man kann diese benutzen, sowohl um sich zu authentifizieren bei Webservern über verschlüsseltes HTTPE oder TLS-verschlüsselte Clients, eine der wenigen Länder, in denen das weit verwendet wird, oder um zu unterschreiben. Dokumente zu unterschreiben, und dieses also rechtlich binden. Es gibt ein rechtlich bindendes Format, das von der Regierung akzeptiert wird. Also viele Länder haben versucht, so etwas zu tun, aber Estland ist nun wirklich einzigartig, weil dies tatsächlich weithin benutzt wird. Viele, viele Leute, ein großer Anteil der Bevölkerung benutzt diese Dinge, um E-Banking zu verwenden, um ihre Steuererklärung abzugeben, um Gesundheitsdienste online zu benutzen. Das ist also tatsächlich weit in Benutzung. Und ich denke, das ist fantastisch, dass sie in der Lage waren, das auszurollen, eine nationale Public-Key-Infrastruktur. Es ist also interessant, dass das Abstimmungssystem auf den Fähigkeiten dieser Karte basiert war. Wenn man also als Este online abstimmen will, dann lädt man also hier eine App herunter, ein Programm, das man installiert, Windows, Mac oder Linux, und man verwendet also die Smartcard, den nationalen Personalausweis, und so funktioniert das Ganze dann. Das Erste, was man macht, ist, man führt das Programm aus, und das fragt nach einer vierstelligen PIN. Diese PIN wird von der Smartcard benötigt, um die Authentifizierung und Unterschriftsfunktion zu aktivieren und die Schlüssel zu verwenden. Danach verbindet sich das Problem mit dem Server und macht eine gesicherte, verschlüsselte Verbindung via TLS auf, und dann kann man einfach auswählen, für wen man stimmen möchte. Neues Programm für jede Abstimmung, für jede Wahl übrigens gibt es, und dann klickt man einen Knopf, abstimmen, und die Software macht dann einige kryptologische Dinge, und hier ist das, was sie tut. Sie macht zwei Dinge. Erstens, sie verschlüsselt deine Wahl über RSA und über ein gewisses Padding, Zufallsbytes, als Padding verwendet werden, und dann wird diese verschlüsselte Abstimmung
unterschrieben mit den Funktionen des nationalen des Personalausweises. Dann haben wir also eine verschlüsselte, signierte Abstimmung und diese wird auf dem Speicher, auf dem Wahlserver gespeichert, bis es Zeit ist, die Abstimmung auszuzählen. Das nächste dann ist ein Feature, das erst in den letzten Jahren eingeführt wurde, das, mit dem man etwas machen kann, was sich Verifizierung nennt. Das letzte, was also die Client-Software tut, ist, dass sie dir diesen QR-Code anzeigt. Und der enthält zwei Dinge. Eine Wähler-ID und diese Zufallsbits, die noch als Padding hinten angefügt wurden. Mit diesen Dingen kann man eine Smartphone-App verwenden, die jetzt für iOS und Android erhältlich ist, um diesen QR-Code einzulesen. Und die App dann verbindet sich mit dem Wahlserver und der Server schickt dann eine verschlüsselte Abstimmung mit abgeschnittener Unterschrift zurück. Der Server also behauptet, dass dies die Stimme ist, die er von dir erhalten hat. Und in diesem Moment, durch diese Random Bits, kann nun die Smartphone-App versuchen, per Brute Force deine Abstimmung herauszufinden. Sie kann so viele Stimmen, alle Alternativen durchprobieren, bis eine passt und zeigt es nun dem Kandidaten, zeigt den entsprechenden Kandidaten an. Das ist also eine Sicherung gegen Zwang. Denn als Sicherung gegen Zwang kann dies nur dreimal durchgeführt werden und nur eine halbe Stunde nach der Abstimmung, nachdem die Stimme abgegeben wurde. Jemand könnte dich zwingen, also deine Stimme anzuzeigen. Dagegen hilft das. Und man kann außerdem als Sicherheit gegen Zwang seine Stimme so oft, wie man möchte, austauschen, bis zum Termin der persönlichen Abstimmung. Man kann also die alte Stimme löschen und eine neue dort hinschicken und nur die letzte Stimme wird ausgezählt. Wie funktioniert nun die Auszählung? Das ist interessant im estländischen System, denn was hier passiert, ist eigentlich das kryptografische Gegenstück zu den doppelt in Briefumschlägen gesteckten Briefwahlstimmen. Mit diesen Stimmen ist es so, dass man einen inneren Sicherheitsumschlag hat, der die eigentliche Stimme enthält, und dann hat man einen äußeren Umschlag, der Namen und Unterschriften enthält. Und wenn es nun Zeit ist, auszuzählen, dann liest man Namen und Unterschrift, überprüft, dass nur einmal abgestimmt wurde, trennt dann den inneren Abschnitt ab davon, den Sicherheitsabschnitt, vermischt die und zählt dann aus. Im estnischen System wird etwas sehr Ähnliches getan. Die Wahlserver speichern die Stimmen, bis es Zeit ist, auszuzählen. Und dann nehmen sie diese unterschriebenen, verschlüsselten Stimmen, schneiden die Signatur ab und brennen sie auf eine DVD. Diese DVD wird dann nun verwendet, um die verschlüsselten Abstimmen zu einem anderen System, zu einem Auszählungsserver zu bewegen, der wirklich keine Verbindung zum Netz hat, der ergabt ist und nur dieser Server hat den privaten Schlüssel, um diese Stimmen zu entschlüsseln und auszuzählen. Und dieser Server sieht dann eben die einzelnen Stimmen, kann sie auszählen, sieht aber niemals die Unterschriften, die die Wählerinnen und Wähler identifizieren, sodass also das Wahlgeheimnis erhalten bleibt. Die Ausgabe des Auszählservers ist dann einfach das Wahlergebnis. Die Stimmen werden zusammengezählt und der Gewinner, die Gewinnerin wird nun benannt. Und es war sehr interessant, sich das anzuschauen. Es gab keine englischen Beschreibungen, die das gesamte System erfassten, bevor wir unsere Studie machten. Wir haben also Leute gefragt und wir haben den Source Code angeschaut, um wirklich einen guten Eindruck zu bekommen. Die nächste Frage nun, nachdem man versteht, wie es funktioniert, ist, welche Bedrohungen gibt es? Und tatsächlich ist es so, wir haben einige dieser Probleme mit Internet Voting bereits uns angeschaut, Zwang, Schadsoftware, wer noch könnte einen Angriff machen? Nun ja, Estland hat einige interessante Beispiele selbst in Erinnerung gerufen oder ruft einige solche in Erinnerung. Im Jahr 2007 wurde Estland getroffen von einem der ersten Beispiele von dem, was viele Beobachter Cyberkrieg zwischen Staaten, was viele Experten so ansahen.
Angriffe auf die nationale Infrastruktur von Gruppen, die mit Moskau zusammenhängen. Und zum Zweiten, erst im letzten Sommer in der Ukraine gab es nun nach der Revolution die erste Wahl. Und während dieser Wahl gab es verbreitete Angriffe gegen die Wahlinfrastruktur selbst. Diese Wahl war nun nicht online, wurde nicht online durchgeführt, aber der Prozess des Zusammenbringens der Ergebnisse von den einzelnen Landesteilen verließ sich auf Computer, die diese Stimmen empfingen und die die Summen dann online veröffentlichten. Und dieser Prozess wurde nach Berichten angegriffen von Gruppen, die mit Russland in Verbindung stehen wieder, die versuchten, diese Wahl in Misskredit zu bringen und versucht haben, offenbar falsche Ergebnisse zu veröffentlichen, und all das wurde im letzten Sommer bekannt. Und das bringt mich nun dazu zu glauben, dass das richtige Bedrohungsmodell für ein Internetwahlsystem tatsächlich beinhalten muss, dass es nun wirklich gut fähige Angriffe gibt. Zum Beispiel jetzt Estland, ein EU- und NATO-Mitglied an der Grenze zu Russland, da gibt es nun wahrscheinlich viele fähige Angreifer von Staaten, die Interesse haben könnten. Also mit diesem Bedrohungsmodell im Kopf schauen wir uns an, wie das System entworfen ist. Es gibt zwei Komponenten im estnischen Entwurf, die einfach durch Anschauen des Designs kann man das sehen. Die sind also implizit vertrauenswürdige oder als vertrauenswürdig angesehene Komponenten. Und wenn wir sagen, vertrauenswürdig angesehen, dann meinen wir eigentlich, wenn das nun gehackt wird, dann haben wir richtig scheiß Pech. Also diese zwei Komponenten sind das Client-Software und der Auszählungsserver. Und lass mich kurz erzählen, warum diese beiden Punkte nun wirklich empfindlich sind im estnischen Entwurf. Fangen wir also mit dem Client an. Die Client-Software in Estland könnte natürlich Malware haben und durch Malware beeinträchtigt sein. To implement these attacks, by the way, wir haben das also tatsächlich im Labor gemacht. Wir haben das gesamte System in unserem Labor reproduziert mit dem Server-Source-Code, den Dokumentenprozeduren. Und wir haben den Client dann nun selbst nachgebaut. Wir haben also eine komplette Mock-Wahl, eine simulierte Wahl aufgesetzt. Wenn man also das ausprobieren will, könnt ihr das von uns übernehmen. Also überlegt euch mal, stellt euch vor, wir haben keine Client-Software beim Wähler und könnten eine Schadsoftware dort drauf bekommen. Und die könnte nun zum Beispiel die PIN des Wählers stehlen, während sie eingetippt wird. Und dann später, wenn das nächste Mal dann der Wähler, die Wählerin ihren Personalausweis einschiebt, um zum Beispiel E-Banking durchzuführen, dann könnte diese Schadsoftware mit der PIN eine Ersatzstimme abgeben. Und dies würde nicht bemerkt. So könnte man also eine einzelne Stimme stehlen. Die große Frage jetzt ist, wie könnte man den Client infizieren und wie könnten wir diese Verifizierung der App schlagen? Und wir müssen dies nur noch ein bisschen der Vorstellung überlassen, weil wir hatten kein existierendes Botnet in Estland, um damit zu spielen, aber andere haben das. Also ein Weg, wie man sich einfach vorstellen könnte, tausende Stimmen zu verfälschen, wäre eben genau das, über ein Botnetz. Und, oder wenn man zum Beispiel das ENSA ist und wir haben, wir könnten vielleicht eine beliebte Website in Estland infizieren und so die Schadsoftware verbreiten. Oder wir könnten eben aber auch ausnutzen, dass jeder Wählerin, jeder Wähler diese Software installiert und diese Software ersetzen beim Herunterladen. Es gibt ja nun diese Spannung zwischen Integrität und Wahlgeheimnis. Und deswegen kann nun diese Smartphone-App nur 30 Minuten nach der Stimmengabe benutzt werden, sodass man eigentlich nur warten muss. Wir könnten auch eine hybride Attacke verwenden mit einer veränderten Smartphone-App und einer veränderten Client-Software auf dem PC, um eben
zu verhindern, dass jemand diese Verifizierung durchführt über Smartphone nach 30 Minuten nach der Abstimmung. Entweder einfach warten oder auch die App auf dem Smartphone verändern oder beides. Nun, die Achillesferse eigentlich des ganzen Systems ist dieser Auszählungsserver. Die einzige Komponente, die diese verschlüsselten Stimmen manipulieren kann. Niemand sieht diese Stimmen außer dem Auszählungsserver, nur das Ergebnis wird veröffentlicht. Wenn also der Auszählungsserver lügt, kann er beliebig sagen, was das Ergebnis ist. Und es wird nun versucht, dies sehr, sehr schwer zu machen. Dieser Server ist sauber getrennt. Er wird vor der Wahl gebaut, wird dann abgeschirmt. Also man kann sich vorstellen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Also man braucht irgendwie einen Weg, die Performance, die Ausführung von Code auf dieser Maschine zu beeinflussen. Vorher. Wir haben nun eine Reihe von Werkzeugen benutzt, um das zu versuchen, trotz all der Sicherheitsmaßnahmen. Und unsere Werkzeuge, basiert auf der Idee von Ken Thompsons Reflexionen über dem Vertrauen. Wenn man also ein vertrautes System hat, muss man immer noch ein anderes System haben, um dieses System zu bauen. Und dieses System muss auch wieder irgendwie gebaut werden. Und irgendwo in dieser Kette kommt man vielleicht zu einem Ort, an dem der Angreifer angreifen kann. Und diese Maschine, die den Auszählungsserver ausführt, ist eine Debian-Variante, wird von DVD installiert. Dieses Debian-System wird auf eine andere Maschine gebaut, vor der Wahl, dass eine frische Kopie von Debian vom Web herunterlädt und die DVD brennt. Nehmen wir also an, wir könnten ein paar Schritte zurückgehen, ein paar Schritte von diesem Auszählungsserver und diesen Entwicklungsserver kompromittieren. Der ist mit dem Internet erreichbar. Er wird vor den Videoaufzeichnungen gebaut. Könnten wir etwas Malware darauf kriegen? Wir haben also eine Demo gebaut. Wer diese Malware, die Installations-CD, die gebrannt wird, tatsächlich infiziert, die ein Rootkit verwendet, um nun zu lügen über den SHA-1-Hash dieses Disk-Images für die DVD oder CD, und diese kompromittierte DVD installiert dann tatsächlich etwas Backdoor-Code in den Auszählungsserver. Und von diesem Moment an ist das Verändern von Abstimmungen wirklich einfach. Alles, was wir tun müssen, ist etwas Code nun abzufangen, der das Hardware-Modul verwendet, um den Schlüssel auszulesen und das liest, was dort zurückkommt mit der entschlüsselten Abstimmung und das nun auszutauschen. Es dauert etwas Zeit, diese Auszählung findet statt und die ist dann tatsächlich betrügerisch. Also diese Angriffe beruhen nun ein wenig auf Fähigkeiten, die wir nicht haben, wie zum Beispiel Zugriffe auf Botnetze oder auf Websites, also alle Dinge, die tatsächlich wahre Angreifer haben. Es könnte trotzdem sein, dass die Sicherheitsmaßnahmen erst dann so gut sind, dass diese Angreifer Schwierigkeiten haben würden. Wie gut ist dann aber die Betriebssicherheit in Estland? Dies war eine große Frage in unserer Arbeit. Wir haben eine Menge Zeit, Videos uns anzuschauen, unsere Interviews anzuschauen, um das herauszufinden. Okay, der Präsident von Estland sagt also, ihre Sicherheit ist besser als die von Google. Dies ist die Standardantwort, den sie sich setzen. Das ist etwas, was man sich als Ziel setzen kann. Schauen wir also an, wie gut die Sicherheit tatsächlich ist, basierend auf den offiziellen Videos, die sie während der Wahl veröffentlicht haben. Also hier ist Tavi Martens. Hier über seinem Kopf ist die Wi-Fi SSID und das Passwort für das Netzwerk, das er benutzt. Okay, hier bauen sie die Software und die Server und die Konfiguration für die wirklichen Maschinen. Zoomen wir mal hinein hier in die Projektion. Oh je, okay. Also sie verwenden irgendwelche Windows Shareware, um etwas über HTTP herunterzuladen, um die Konfigurationsdateien zu bekommen. Das sieht nicht gut aus. Okay, machen wir weiter. Ein weiterer Computer, bei der Client-Software getestet wird. Hier ein Screenshot. Schauen wir uns das an. Man kann also den Desktop ganz gut sehen. Oh, Moment, was sind all diese Icons hier auf dem Desktop? Oh ja, wir haben hier Focusite, BitTorrent Client. Ich glaube, dieses Pirat, also geklaute Musik. Oh je. Also, dies ist nicht eine sichere, saubere Maschine. Also, ich hoffe, sie machen nichts Wichtiges auf ihr.
Oh je, hier unterschreiben Sie digital die offizielle Client-Software, die jetzt alle Leute in Estland herunterladen sollen. Oh my gosh, dies ist nur eines der gefährlichsten Dinge, um das Binary für die Client-Software auf einer eventuell kompromittierten Maschine zu haben. Wenn jemand in diese Maschine eindringen kann, kann man Malware in die offizielle Abstimmungssoftware reinbekommen und jedem Wähler, jeder Wählerin in Estland dies ausliefern. Hier später die gleiche Maschine. Hier ist Tavis Name. Ich glaube, dies ist der persönliche Laptop von Tavi Martens. Oh. Okay. Hier setzen Sie einen der Server auf. Sie loggen sich ein als Root. Ihr könnt die Tastatureingaben beobachten. Mhm. Hier gibt jemand seine PIN für die eigenen Personalausweis ein, hier im Rechenzentrum. Dies ist sehr sinnvoll. Der große Schlüssel hier ist der die Tür im Rechenzentrum öffnet. Hat jemand einen 3D-Drucker da? Okay, dies sieht also nicht das Niveau der Sicherheit, die man braucht, um sich gegen Angriffe von Staaten zu wehren. Wir wollen jetzt nicht zu hart sein. Dies ist das Level an Betriebssicherheit, das typisch ist in einem Regierungs-IT-System. Aber dies ist nicht einfach irgendein Regierungs-IT-System. Entscheidet, wer die nächste Regierung sein wird. Das ist ein sicherheitskritisches System. Okay, noch eine Sache, die passiert hier. Also es liefen Dinge dann schief während der Wahl, in der letzten Wahl, unter anderem am Ende, als es Zeit war, das offizielle Ergebnis zu kopieren, da funktionierte der DVD-Brenner nicht. Also haben sie sich überlegt, wie machen wir das jetzt? Wir müssen diesen irgendwie wegkopieren und auf ein anderes System bringen, um das digital zu unterschreiben und zu veröffentlichen. Also Tavi Martens hat also nun einen USB-Stick auf seine Tasche gezogen und in diesen Server das einzige Ding in den Auszählungsserver eingeschoben, das einzige System, das das wirkliche Ergebnis kennt, und dann in seinen Laptop eingeschoben. Und hier ist also, was auf seinem Windows-Laptop erschien, als er den USB-Stick einschob, und ihr seht, dass dieser Stick also überall war. Es gibt einen Vortrag über das Auszählungssystem. Das ist also kein sauberer USB-Stick, wieder eine mögliche Route, um Malware in den Auszählungsserver zu bringen. Also hier ist also unsere Einschätzung: Das estländische System hatte erhebliche mögliche Verwundbarkeiten, besonders gegen Angreifer von Staaten. Und die Betriebssicherheit, die sie hatten, war nun in keiner Weise geeignet, sich dagegen zu wehren. Wir waren nun in einem Problem. Wir waren in Estland im vorigen Oktober. Wir hatten ihnen, den Offiziellen gesagt, dass wir diese Probleme hatten, und wir sind dann zurückgegangen ins Labor und haben das bestätigt, und nun hatte Estland eine weitere Wahl, die Europawahl im Mai 2014. Und wir hatten diese Information, was würden wir damit tun? Wir wussten also, dass die Offiziellen bereits überzeugt waren, dass das System in guten Zustand ist, also mussten wir an die Öffentlichkeit gehen mit unserer Information. Und unglücklicherweise, wir hatten eine Menge andere Projekte, dies also wurde zurückgestellt bis zu einem Moment, der Wahl näher lag, als uns lieb war. 10 Tage vor der Wahl gingen wir nach Estland, um der Öffentlichkeit mitzuteilen, was wir entdeckt hatten. Wir sind in diese schöne Stadt Tallinn gekommen, haben sie gesehen, wir haben unseren Hacker-Basislager aufgesetzt in einem schönen B&B, Bed and Breakfast, und das ganze Team war da, und wir haben nun eine Pressekonferenz einberufen und haben unsere Ergebnisse bekannt gegeben, haben eine Website aufgesetzt, um unsere Ergebnisse auch für normale Leute verständlich zu machen. Und wir haben einen detaillierten technischen Bericht, der also bei der ACM-CCS-Konferenz veröffentlicht wurde später. Und die Reaktion zu verstehen, das erfordert nun Verständnis über zwei Aspekte der estnischen Politik. Es gibt diese zwei großen Parteien, die estnische Reformpartei und die estnische Zentrumspartei. Die Reformpartei ist im Moment an der Macht. Sie liebt dieses Wahlsystem. Das ist ihr Schoßhund. Sie wollen das dem Rest Europas verkaufen und allen zeigen, wie fantastisch das Abstimmen in Estland ist. Die Zentrumspartei, die
die früher eine Regierung war und im Moment die kleinere Partei ist, aber sie kontrolliert die Hauptstadt Tallinn, einen Stadtstaat im Land. Und sie hassen das elektronische Abstimmungssystem, wahrscheinlich weil sie Wahl für Wahl verlieren. Die Partei ist die nicht an der Macht ist, ist natürlich immer bereit, die Technik zu kritisieren, und die Partei an der Macht ist das niemals. Die Zentrumspartei hat also dieses Zentrum seit langem schon kritisiert und die Reformpartei liebt es. Nun, unglücklicherweise scheint jetzt jedes Medium in Estland mit einer dieser Parteien eng verbunden zu sein, sodass jedes Medium die Berichte auf eine Weise berichtete, die entweder sagte, dies zeigt, dass die Wahlen betrügerisch sind, oder, oh, es gibt Leute, die für eine Gegenpartei arbeiten und Angriffe machen auf das Wahlsystem. Und wir waren nun in der Mitte all dieser Debatte, und es war also unglaublich, aber nicht sehr, sehr viel Spaß. Und das waren also große Nachrichten für eine Woche und am Anfang jedes Abendprogramms. Und wir flogen also nach Hause und Leute neben uns lasen also Zeitungen mit unserer Geschichte. Das war eine sehr seltsame Erfahrung. Wir haben auch die Offiziellen getroffen, in einem sehr formellen Treffen mit ihnen und ihrem Rechtsanwalt. Und Tavi Martens hat uns sehr gedankt und hat uns gesagt, dass sie bereits all diese Dinge berücksichtigt haben und dass es kein Problem geben würde. Ja, also wir haben außerdem einige Drinks gehabt mit den Sicherheitsleuten, die für diese Wahlen arbeiten, und die waren sehr überzeugt, dass alles in Ordnung sei, weil sie haben uns gesagt, die richtigen Leute gewinnen die Wahlen. Ich habe sie gefragt, ja, und was, wenn durch irgendeine fürchterlichen Fehler die falschen Leute gewinnen und euch alle feuerten und das System dann genauso weiter betreiben? Und sie sagten, sie hatten dann so, ihre Gesichter verzogen sich und sie sagten, oh, das wäre ziemlich schlecht. Und später, Harry Hirsty, einer unserer Teammitglieder, ein sehr stämmiger finnischer Mann und bekannt als ein harter Trinker, der ging also mit einem sehr netten russischen Typen aus trinken, und der für die Sicherheit zuständig ist. Und wir haben gehört, dass 2 Flaschen Wodka pro Person verbraucht wurden. Und danach kann also nichts mehr verborgen werden. Und Harry berichtet, dass am Ende dieses Abends, dass er das Root-Passwort vom Sicherheitsleiter herausgetrunken hat, sozusagen. Okay, ein letztes Ding am Schluss. Der Premierminister Estlands ging also ins Fernsehen, hat gesagt, dass er mit Facebook mit uns auf Kontakt aufgenommen hat und dass wir für die Opposition arbeiten würden, weil wir Kontakt hätten mit jemandem im Bürgermeisterbüro in Tallinn. Und wir hatten eine sehr interessante Geschichte. Wir wurden noch nie im Fernsehen angegriffen worden vom Premierminister eines NATO-Landes. Wir hatten einige interessante offizielle Antworten online von der estnischen Wahlbehörde. Sie sagten, dass die Verification-App auf dem Smartphone alles entdeckt, was an schlechtem Verhalten passiert. Oder dann wurde gefragt, warum soll man denn stehlen, wenn man auch gleichzeitig Geld stehlen kann. Das Erstaunlichste aber war, dass das Computer Emergency Response Team in Estland, das kann man online in Englisch finden, die haben ein Posting veröffentlicht, das lautete, E-Abstimmungen sind zu sicher, oh je. Also, nette Leute, die sich über Computerhygiene Sorgen machen, haben keine Viren. In der Praxis sind die Computerrisiken eliminiert worden. Das Team hier, nicht weil sehr technisch fähig sind, sondern weil sie politisch in der Lage sind, eine gewünschte Botschaft zu verbreiten. Also wir werden wohl nicht Estland überzeugen können, dass sie ihr Abstimmungssystem verändern. Aber wir können einige Lektionen mitnehmen für andere Länder. Das Internetabstimmen in Estland ist tatsächlich nicht sicher.
gegen die Art von Bedrohungen auf der nationalen Ebene von anderen Staaten, die moderne Länder mit E-Abstimmungen ins Visier nehmen könnten. Es ist also ein Sicherheitsthema, Sicherheitsproblem, kein IT-Problem. Man muss also ein völlig anderes Bedrohungsmodell verfolgen. Die Politik, unglücklicherweise, kann schwerwiegende technische Probleme verdecken. Wenn ihr also ein solches System aufsetzt, bitte seid euch bewusst. Unsere Empfehlung ist, dass Estland das Internetabstimmungsverfahren abbrechen sollte, bis es grundlegende Fortschritte in der Sicherheit gibt. Aber ich habe leider nicht sehr viel Hoffnung. Nur zum Ende hin, was ich hier als das fundamentale Problem ansehe mit Internetabstimmungen. Wir wollen Internetwahlsysteme, in denen du oder ich oder unsere Freunde oder Tabi Martens oder Wladimir Putin oder die NSA nicht einfach sich einhacken können und das Ergebnis verändern können. So einfach ist das. Wir wollen Demokratie. Schwerwiegender Betrug muss mindestens so schwer sein wie auf Papier, und keine Technik bisher kann dies sicherstellen. Also, obwohl ich all diese vielversprechenden Forschungen kenne, ich denke, dass es immer noch Jahrzehnte dauert, bis, wenn überhaupt jemals, Internetabstimmungen sicher sein könnten, sicher genug für nationale Abstimmungen, nicht ohne fundamentale Fortschritte in Computersicherheit. Vielen Dank. Thank you very much, Professor. Vielen, vielen Dank, Professor, für diesen sehr beängstigenden und sehr unterhaltenden Vortrag. Okay, wir sind ein bisschen über der Zeit, aber zum Glück haben wir jetzt eine Pause in Saal 1 nach diesem Talk. Wenn es also irgendwelche Fragen gibt, bitte stellt euch auf hinter den Mikrofonen. Okay, Nummer 4 bitte. Danke für den Talk. Du hast untersucht, wie man den Auszählungsserver angreifen kann. Hast du aber auch, haben Sie auch angeschaut, ob der andere Server, der angegriffen werden kann, weil die Signaturen abgeschnitten werden, wenn ich das richtig sehe. Ja, der andere Server könnte also einfach beliebige Stimmen auf die DVD brennen. Ist das nicht so? Ja, das ist tatsächlich eine weitere Schwachstelle. Wir haben uns auf den Auszählungsserver konzentriert, weil das vielleicht die, was wir die als die interessanteste Stelle an Version eines Angriffs ansehen. Aber es gibt andere Stellen, an die man ansetzen könnte. Dann hätte man wahrscheinlich etwas mehr Spuren. Aber wir wissen auch, dass die Frontend-Server, die benutzt wurden im Jahr 2013, dass die für Heartbleeds angreifbar waren, die einige Monate später entdeckt wurde. Ich denke, sie waren auch für Shellshock verletzlich, verwundbar. Also es ist ein echtes Problem, wenn man ein System dieser Art implementiert, egal wie vorsichtig man ist. Question from number three, please. Fragen von Nummer 3, yes. Ja. So my question is, was meine there Frage, like any gab es irgendwelche Tests des Auszählungsservers? Ich könnte mir vorstellen, dass man einen großen Haufen von Beispiel-DVDs erzeugen konnte, die Abstimmungsergebnisse erhalten, die dann durchführen. Könnte man vielleicht am Wahltag sagen, hier sind 10 Beispiel-DVDs und hier sind die wirklichen und wir vermischen die und führen das alles durch und und wenn jetzt irgendwie die 10 in Ordnung sind, ist auch die echte DVD in Ordnung. Naja, es gibt nicht solche Prozeduren. Ich denke, sie wollen das einführen, aber es gibt hier subtile Dinge. Man muss sicherstellen, dass es keinen Weg gibt, dass die Malware herausfinden kann, ob ein Audit, ein Testlauf stattfindet oder die wirkliche Abstimmung. Es gibt vielleicht Seitenkanäle oder man könnte Signale in den Beispieldateien einbauen, die dann dafür sorgen, dass die Abstimmung für die Beispieldateien korrekt durchgeführt wird. Man muss also sehr viele Dinge beachten. Mein Problem ist nicht so sehr, dass
keines dieser Probleme korrigiert werden könnte. Das Problem ist, dass eine perfekte Korrektur all dieser Probleme ein System, zu einem System führt, das zu schwierig sein würde, zu komplex. Das ist wohl der Grund, warum das System das so ist, weil es ist. Es müssen Kompromisse gemacht werden, um etwas ausreichend Billiges und ausreichend Handhabbares zu haben. Also Verbesserungen bei jeder Komponente sind denkbar, aber alle die Löcher zu stopfen, scheint extrem schwierig zu sein, jedenfalls für mich. Vielen Dank für Ihren Talk, wirklich inspirierend. Ich wollte fragen, was denken Sie über die Frage, ob solche Systeme jemals sich entwickeln könnten als etwas, was sicher genug ist? Wir sehen Entwicklungen in der Sicherheit, die sich abspielen, und diese Entwicklungen sind immer ausgelöst durch Hacks, durch nicht nur, aber die Sicherheitslöcher werden gefüllt, wenn sie entdeckt werden. Es ist also eine Art Rennen zwischen diesen beiden. Ich frage mich also, ob das jemals sicher werden kann. Das ist eine großartige Frage, und es gibt einen wirklich vielversprechenden Forschungsbereich, End-to-End verifizierbares Abstimmen. Das beruht auf fortgeschrittener Kryptographie. Die Idee hier ist, man möchte ein System, das eben sicherstellt, dass die Stimme so wie beabsichtigt abgegeben wird, dass die Stimme so gezählt wird wie beabsichtigt und dass alle Stimmen so beabsichtigt werden und dass man das verifizieren kann. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass alle Personen ihre Stimme veröffentlichen, aber das möchte man nicht, es gibt Wahlgeheimnis. Aber durch eine Art fortgeschrittene Kryptographie kann man das tatsächlich auch erreichen. Es ist gegen die Intuition, aber es ist tatsächlich möglich, diese Eigenschaften zu erreichen. Es gibt Systeme, die bearbeitet werden. Wenn man sich also das anschauen möchte und versucht, das zu hacken, das wäre ein großartiger Startpunkt. Aber es ist noch nicht so weit. Es gibt schwierige Fragen über die Benutzbarkeit, die Sicherheit, die Verifizierbarkeit, ob das nun und ob das in dem Ausmaß einer gesamten Wahl abgehalten werden kann. Aber das ist mindestens ein Jahrzehnt entfernt, selbst wenn die Dinge sich gut abspielen. Kann ich noch eine kurze Frage nachschieben? Wie können Endbenutzer einem solchen System vertrauen, die nicht Entwickler sind? Wir haben als Einzelpersonen keine Möglichkeit zu verifizieren, dass kein Betrug stattfindet. Ja, das ist tatsächlich eine offene Frage, also einfach vom amerikanischen Kontext. Ich weiß nicht, wie Wählerinnen und Wähler reagieren, wenn sie nun sehen, dass das ihr beliebtester Radio-Host auf Sendung geht und sagt, die Abstimmung war ein Betrug, und dann kommt ein Entwickler und sagt, nein, ich kann beweisen mit diesem Mixnet und so, das zeigt, dass es alles okay war. Und wie werden die Wählerinnen, wie wird die Öffentlichkeit reagieren? Also wie kann man ein Vertrauen auf nationaler Ebene herstellen? Wenn diese Smart Cards also nun TLS-Verbindungen aufnehmen und diese unterschreiben, ist man wirklich sicher, dass hier keine TLS-Kompromittierung stattfinden kann? Es gibt verschiedene Schlüssel für Authentifizierung und Signieren, und hoffentlich haben Sie den Angriff bedacht. Das ist eine interessante Frage, nicht etwas, was wir uns angeschaut haben. Wir haben gesagt, dass die Sicherheit dieser Public-Key-Infrastruktur ist, dass die Sicherheit dieser Public-Key-Infrastruktur außerhalb unserer Untersuchung ist. Aber Tavis Martin ist tatsächlich der Vater der PKI auch, und man könnte also mit ihm sprechen darüber. Und er ist vielleicht nicht so ganz offen für diese Frage, scheint mir, aber danke. Eine Frage von Nummer 5. Ja, ähnliche Frage. Selbst wenn es nun signifikante Fortschritte gibt in der Technik, wie würde ein Bürger, eine Bürgerin nun sicher sein, Vertrauen haben in dieses System, wenn jemand nicht Kryptograf ist? Wenn man Kind ist, dann bekommt man erzählt, wir haben Demokratie, und dann hört man später allerdings über seltsame Dinge, dass einzelne Stimmen ein stärkeres Gewicht haben, vielleicht als andere. Man muss also auch noch ein Kryptograf sein, um alles zu verstehen. Gibt es also irgendeine Person, die all das Wissen hat? Ja, ich weiß. Also das sind sehr, sehr schwierige Fragen. Und ich kenne nicht die Antworten.
Ich kann sagen, dass mein Glaube, was so sein sollte, ist meine Ansicht ist, dass Wählerinnen und Wähler tatsächlich in der Lage sein sollten, dem Ergebnis zu vertrauen, ohne dass sie nun den offiziellen oder irgendeiner spezialisierten Kaste von Menschen vertrauen müssen. Es sollte möglich sein, für jemanden, mit ihren Freunden, mit ihrer Gruppe, mit ihrem Club, ihrer Party irgendwo hinzugehen und den Wahlvorgang zu beobachten und ein vernünftiges Vertrauen zu etablieren. Ich weiß, dass das ein Problem ist und es gibt viele Wege, in denen wir versuchen können, die Technik zu verwenden, um Vertrauen zu erhöhen. Auch in elektronischen Kontrollen von Papierabstimmungen. Es gibt viele Forschungen in diesem Bereich. Ohne fortgeschrittene Kryptographie, einfach mit grundlegender Statistik, kann man gewisse Vertrauenselemente bekommen. Es gibt also Dinge, die mit Technik möglich sind, aber ich habe nicht alle Antworten. Number two, please. Hi. I'd like to ask if you are familiar with the workflow. Ich würde gerne wissen, kennen Sie den Workflow von Bitcoin? Die Verschlüsselungs- und Entschlüsselungsmechanismen da. Wären diese Mechanismen möglich in einer elektronischen Abstimmung? Ja, es gibt Menschen, die gesagt haben, dass Wahlsysteme auf Varianten von Bitcoin gebaut werden könnten. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich weiß nicht, ob wir dem vertrauen wollen, wenn es um nationale Wahlen geht, ob das Bitcoin-System da vertrauen sollen, ist die Präsidentschaft der USA wertvoller als die Ökonomie von Bitcoin. Aber die Technik, die in Bitcoin verwendet wird, ist potenziell eine interessante ID. Es scheint ziemlich weit draußen zu sein, verglichen mit dem Stand der Technik jetzt. Okay, Nummer zwei. Well, you found quite a lot. Sie haben eine ziemliche Menge verschiedener Probleme mit dem Wahlsystem gefunden. Konnten Sie erfassen, welche Probleme einfach gefixt werden könnten und welche tatsächlich in der Natur des Systems begründet sind und dann einen grundlegenden Designprozess, neuen Designprozess erforderten? Naja, also das eingebaute Problem ist, dass es beruht auf der korrekten und sicheren Durchführung von Code, beruht in Systemen, bei denen man die Stimmen nicht sehen kann mit Augen oder Händen, weil sie von Computern bearbeitet werden. Also diese Blackbox-Eigenschaft ist etwas, was direkt zu der Aussage führt, dass wenn ein Computer irgendwie kompromittiert ist, zum Beispiel über die Lieferkette oder Schadsoftware, die hereinkommt, dann kann es tatsächlich die Wahlergebnisse verfälschen. Und das ist schwierig, das zu beheben. Das ist also diese Frage der End-to-End kryptografischen Verifizierbarkeit. Das könnte dies nun fixen. Diese Dinge mit der Shell-Attacke, das sind natürlich einfache Dinge, um sie zu beheben. Aber wenn man eine Wahl abhält und gibt eine große Menge Pakete, die ankommen, die man braucht und man muss alles durchtesten, liefert man etwas aus, was nicht getestet ist oder liefert man etwas aus, was vielleicht bekannte Fehler hat. Ich weiß also nicht, wie in so einer Softwarewelt, in der es um Patches und Release-Zyklen geht, wie man dies nun wirklich bearbeiten kann. Ich denke, es muss fundamentale Fortschritte geben in der Art, wie wir mit Computersicherheit umgehen, bevor es wirklich eine gute Lösung gibt. So, also insgesamt sagen Sie also, dass es eigentlich keine Hoffnung gibt auf ein solches System und dass also Bleistift auf Papier ist immer noch das System, das alles andere schlägt, was so die erforderlichen Eigenschaften angeht. Bleistift und Papier hat die sehr schöne Eigenschaft, dass du als Wählerin, Wähler herausfinden kannst, ob deine Stimme aufgezeichnet wird und du kannst die Abstimmung verfolgen. Wir haben hunderte von Jahren von Erfahrung mit Betrug bei Papierabstimmungen. Wir können also nicht sagen, dass das hier die Technik gar nichts verbessern kann. Wir können Dinge tun, aber ich denke, dass der vielversprechendste Weg, um Bleistift-Papier zu verbessern, ist nicht
nicht, beginnt nicht, indem man das Papier wegwirft. Es beginnt mit dem Papier und dann fügt es Technologie hinzu, die das Auditieren, das Überprüfen der Papierspuren verbessert. So, maybe two more, three, two okay, or three more zwei oder drei mehr weitere Fragen. Nummer 6. Do you think it's possible to glaubst du, dass es möglich ist, ein System zu entwerfen, das sowohl die Integrität als auch die Anonymität der Stimmen garantiert? Weil ich denke, dass diese beiden Aspekte überhaupt nicht zusammengehen. Es gibt auf jeden Fall die Absicht, diese end-to-end verifiable, verifizierbare Kryptosysteme, die versuchen das, aber die haben andere Probleme mit der Benutzbarkeit, mit der Implementierung, die noch nicht alle gelöst sind. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel. Und das ist aber, was dieses Problem so schwierig macht. Und ich denke, das ist, was wir alle gerne bauen würden, bauen können würden. Wir wissen nicht, wie man das wirklich auf einer großen Skala macht, einen großen Maßstab macht. Aber es ist nicht klar, dass wir irgendwann wirklich dies bequem lösen können. Ich möchte jetzt einfach mal ganz schamlos die Talks meiner Studenten und Kollegen und Kolleginnen hier bewerben. Vielleicht wäre das auch für euch interessant. Wir haben das ZMAP-Scanning-Werkzeug, wir haben einen TLS-Körperscanner auf eBay gekauft und untersucht und wie man eine freie Zertifizierungsstelle in Mozilla aufbaut. Also hier einfach schamlose Werbung. Vielen Dank. Number one, please. Danke für den Talk, aber auch danke für das Mitteilen Ihrer Ergebnisse in der Form eines freien Online-Dokuments. Ich weiß, dass Sie nicht sich selbst loben wollen. Ich tue es für Sie. Ja, wenn Sie interessiert sind, mehr zu lernen, habe ich einen freien, kostenlosen Online-Kurs über 5 Wochen über Abstimmungstechnologie. Kostenlos, wird bald wieder ablaufen. Ich bin tatsächlich gerade dabei, dies als ein Online-Textbuch zu veröffentlichen, sodass man also einfach hingehen kann und die Video-Vorträge anschauen kann. Also wenn man hier also die 10-Stunden-Version dieses Talks anschauen kann, kann man das finden. Man kann von meiner Homepage dort einen Link hin finden. Vielen Dank, dass du das angesprochen hast, dass Sie das angesprochen haben. Danke an alle. Bevor wir zur letzten Frage von Nummer 4 kommen, bitte nehmt euren Müll mit euch, wenn ihr geht. Ihr könnt immer noch den Sprecher nach dem Vortrag persönlich ansprechen. Nummer 4. Meine Vorstellung von Wahlen ist, dass sie frei und geheim sein müssen. Das heißt also, wenn all diese Probleme gelöst sein sollten, wäre dann nicht immer noch doch das Problem, dass zu Hause abstimmen nicht sicherstellt, dass dieses Prinzip der freien und geheimen Wahl eingehalten wird. Familienmitglieder könnten andere Familienmitglieder zwingen, abzustimmen, anhand ihrer Wünsche, weil sie nicht in ihrer eigenen Kabine abstimmen können. Ja, ich stimme völlig mit Ihnen überein, dies ist ein sehr, sehr schweres Problem. Sicherstellen, dass der Wähler, die Wählerin in einer sicheren, zwangsfreien Umgebung abstimmt, wenn diese Abstimmung über das Internet stattfindet. Man kann sich also leicht vorstellen, dass ein Ehepartner oder ein Arbeitgeber jemanden zwingt, eine bestimmte Weise abzustimmen. In Estland ist es interessant, diese Möglichkeit, die Stimme zu verändern, das macht den Zwang später, aber schließt ihn nicht aus. Der Erzwinger könnte nun zum Beispiel den Personal, das heißt dieser Position, einfach nehmen bis zum Wahltermin und dann ganz kurz vor der Wahl erst den Personalausweis zurückgeben und dann zwingen, jetzt die Abstimmung zu machen. Das ist ein schwieriges Problem. Die Angriffe, die Kompromisse, die gemacht werden, die Kompromisse zwischen demokratischen Prinzipien, wenn man sich sagt, Internetabstimmung ist, was man möchte,
Ich bin nicht sicher, dass der Nutzen, den man daraus zieht, das wert ist. Und es ist ein offenes Problem. Und die Antwort ist vielleicht, dass das Zwang einfach das ist, was man bekommt für die Bequemlichkeit, die man möglicherweise bekommt. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you, everyone. One round of applause, please. One Applaus, bitte. Ja, das war eine harte Besetzung, einfach weil sie so lange gedauert hat. Ich hoffe, dass es trotzdem gut verständlich war. Hier war Sebastian. Dies war der Talk über die Sicherheit des estnischen Wahlsystems.